jeweiligen Arbeiten eingebunden, wie auch immer die aussehen möchten. Das grundsätzlich ist so, wenn jemand sagt, vor was fürchten wir uns, wir sind doch viel mehr als die. Das Problem ist, dass das Aggressionspotenzial beim Gegenüber um ein Vielfaches höher liegt wie bei den eigenen Leuten. Es gibt keine Hemmschwelle mehr, die kommen teilweise aus Gebieten, wo von klein auf gar nie eine solche Schwelle vorhanden war. Und deswegen ist es bei uns Wetterhochflot ein bisschen schwer zu sagen, vor was fürchten wir uns, wenn du einem gegenüberstehst, das keine Grenzen kennt. Wir haben als Polizisten unheimliche Schwierigkeiten, die grundsätzlich die negative Form von Asylanten akzeptiert keinerlei hohes Recht. Wir haben leider auch von unserem Arbeitgeber kein Werkzeug in den Händen bekommen, um dem Herr zu werden. Also wir arbeiten im Endeffekt wie der Sisyphus, als absolut umsonst. Es gibt keine Folgen für die Leute und das ist auch das große Problem, weil die dadurch immer stärker werden. Wir haben jetzt in Graz. Grundsätzlich gibt es in Graz das Problem des Ballungszentrums, 280.000 Leute, und wir haben in den letzten 1,5-2 Jahren die 75% unserer Einsätze definitiv nicht mit österreichischen Staatsbürgern. Und wir waren auch in Bezug auf die Wochen bei der Lokalpolitik zu bleiben. Wir werden den Herrn Bezirkshauptmann und den Herrn Doktor definitiv ein Wort nehmen in Bezug auf die Familien und aber auch Müllausschaußen vornehmen, wenn es Probleme geben sollte, dass auch direkt und schnell vom Land aus geholfen wird. Wir werden selber alles versuchen, um eine gute Integration hinzubekommen. Wir werden versuchen, mit Freiwilligen zu arbeiten. Und das Wichtigste, was ich euch wünschen allen sagen kann, ist, dass ihr Selbstbewusstseins im Umgang mit den Flüchtlingen, ihr seid hier zu Hause, ihr habt hier quasi das Hausrecht, ihr müsst unbedingt selbstbewusst sein und euch durch wie auch immer geartete Varianten von Angstmacherei definitiv nicht einschüchtern lassen. Wir sind hier zu Hause, wir bleiben hier zu Hause und ihr müsst die Kraft sein, die alles geschieht. Eine Ergänzung offen, Herr Seuger hat absolut richtig die Problematik aufgezeigt, insbesondere mit den beiden genannten Volksgruppen. Hier wird es sicher besondere Integrationsarbeit bedürfen. Man muss sich aber vorstellen, die Ausgangslage, die Zahlen, die Sie gesagt haben, zu den Afghanen schlimmer, sie waren sogar teilweise untertrieben, weil es sind 93%. Der Afghaner, die in Österreich um Asyl ansuchen, sind Analphabeten und nicht 80%. Also es ist noch schlimmer, als sie es gesagt haben. Aber das sind Leute, die haben Preisvorkriegerrecht. Die haben keinen Bezug zu unserem Rechtsstaat. Und das wird unsere Aufgabe sein, ihnen das beizubringen. Und das geht nur dann, wenn es einen Rückhalt gibt. Einen Rückhalt in der Bevölkerung und einen Rückhalt in der Behörde. Und ich habe bei der Weihnachtsdienstbesprechung mit den BI-Kommandanten unseres Bezirkes ganz klar gesagt, und der Herr Seuger weiß, dass das auch in unserem Bezirk so gelegt wird, wir behandeln die Leute nicht so, dass wir sie nicht gleich behandeln wie Österreicher, sondern wir behandeln die gleich, und wenn es in unteren Städten im Lager Probleme gibt, da gibt es genauso eine Wegweisung für Gewalttätige, wie es bei uns eine Wegweisung für Gewalttätige gibt. Und das wird alles ordentlich gemacht, dass es solche Vorfälle gibt, wie den von Ihnen am Schloss bei geschilderten Stollen in den Obrennen. Ich kenne selber solche Geschichten von durchaus glaubwürdiger Herkunft. Aber jetzt muss ich schon auch sagen, es ist nicht so, dass das eine rein auf Afghanen oder Tschetschenen oder sonst irgendwelche Leute anderer Herkunft beschränkte
spezielles Phänomen ist, sondern das gibt es leider durchaus immer mehr, immer stärker. Ist ein gesellschaftliches Phänomen und ist sicher auch ein Herkunftsphänomen. Aber trotzdem, glaube ich, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Anstehfest und da hat der Erzeuger recht. Wir leben in einem Rechtsstaat. Diesen Rechtsstaat haben wir alle aufgebaut, insbesondere unsere Vorfahren. Und es ist unsere Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass dieser Rechtsstaat ein Rechtsstaat bleibt. Und da bin ich relativ zuversichtlich, dass uns das gelingen wird. In Liebau, dass er endlich Flüchtlinge aufnimmt. Sie sind freigekommen. Und meine Frage ist, wer betreut die unten bei Baselberg hoch oder ist da eine Organisation? Wir tun nicht, dass wir fahren. Grundsätzlich, nach meinen Informationen, die ich weiter dafür bekommen habe, ist es eine Eigenbetreuung, wobei der Herr Assel einen Mann anstellt, der die Sprache spricht und der die Aufgabe der Betreuung hat. Ich muss aber auch noch eines zur Klarheit dazu sagen. Das ist ein Schreiber von einem Vertrag mit der Caritas. Die Caritas hat derzeit einen Betreuungsschlüssel. Eine Person betreut 180 Menschen. Dort, wo jetzt beim Asam, beim Walken Kronhauser, wenn da einer permanent da ist und sich ausschließlich um die Betreuung kümmert, der ausschließlich praktisch für, auch für die Jugend- und Jugendbetreuung zuständig ist, ich glaube, man sagt, und das ist eine Geschichte, die wesentlich besser ist, als jene, die wir über die Teile der Seite handeln, so viel haben. Wir haben ja schon viele negative Dinge gehört, wir haben das drin, wir dürfen es mal einen Kontrapunkt setzen. Ich will Ihnen auch etwas erzählen. Ich habe kurz nach Weihnachten eine SMS bekommen von einer Familie aus Gibbosch. In der SMS ist gestanden, liebe Frau Schreckle, es ist uns ein Bedürfnis, Ihnen zu sagen, dass wir mit den Asylwerbern, also eine Gruppe von Burgschalhof in Dobel, einen wunderbaren Nachmittag verbracht haben. Wir haben uns ganz toll verstanden, haben auch viel gelacht und haben auch über ihre Schicksale viel erfahren. Wir haben das organisiert, dass alle Flüchtlinge vom Burgschalhof Einladungen bekommen haben, dass sie alle nach Weihnachten oder jetzt noch in diesen Tagen in Familien eingeladen wurden und werden, so als erster Integrationsschritt. Und es sind hier in diesem Raum diverse Leute, die diese Einladungen durchführen und auch schon gute Erfahrungen gemacht haben. Wir sollten das auch sehen, dass es auch sehr bereichernd sein kann. Wir haben einen Rechtsstaat. Es ist aber nicht mein persönliches Verdienst, dass ich in diesem Rechtsstaat leben kann. Ich habe das Glück, hier zu leben. Und anderswo haben sie nicht so viel Glück. Anderswo haben sie viel Pech. Haben die meisten an Familienangehörigen verloren, jetzt zumindest was die Syrer betrifft, was die Afghanen betrifft, sind vor unbeschreiblichen Schrecken geflohen. Und bei uns gibt es Gott sei Dank sehr viele Leute, die sich aktiv involvieren. Wir haben die Gruppe Libok-Dobel-Dobelbad, wo wir sehr viel für Sprachunterricht auch tun und andere Betreuungssachen. Wir haben die Facebook-Gruppe. Und es ist für mich wunderbar, dass die Leute, die aus dem kirchlichen Umfeld kommen und die, die jetzt Heimkirchgänger sind, hier ganz toll zusammenarbeiten, wir vernetzen uns und viele von uns haben positive Erfahrungen gemacht. Das Ganze ist nicht nur etwas, vor dem man sich fürchten muss, wir können auch was lernen dabei. Ich betreue persönlich eine Asylwerberin aus Afghanistan, eine gebildete Frau, die viele Sprachen kann, die auch ein sehr schweres Schicksal hat, die später sicher auch helfen wird, den Dolmetschen, wenn sie soweit ist. Und es gibt da auch sehr viele positive Ansätze.
aus auch eine Anmerkung von meiner Seite. Ich nehme in Anspruch, doch einen übergreifenden Rand zu haben. War in zig Gemeinden unterwegs, habe mit den Bürgermeistern und Bürgermeistern gesprochen, auch mit den entsprechenden Lobbyierungen, auch mit Asylbewerbern, die dort waren. Und ich habe gesagt, es gibt mindestens so viele positive Beispiele als da und dort negative sind. Ich kann sogar sagen, deutlich mehr. Ein ganz simples Beispiel, ich war selber bei einem Flüchtlingsheim, komme dorthin, dort sitzen auf der Stiege drei mittelalterliche Männer, früher als ich, mit 66, wesentlich jünger. Ich habe mit ihnen dann zum Reden angefangen, die haben viel besser Englisch kennen als ich, ich kann selber aber nicht schlecht. Dann hat sie raus, sie sind reingegangen und ist mit einer Mappe herausgekommen. Und in der Mappe hat er dann gesagt, seine Qualifikationen, seine Zeugnisse, seine Urkunden, seine Verträge, Dienstverträge. Und das hat sie ausgestellt, das war der Leiter der Universitätsklinik von Damaskus mit seinen drei Oberärzten, die geflüchtet sind. Ich habe dann natürlich sehr wohl eine Chance gesehen. Die müssen wir aber auch sehen. Es geht nicht nur um diese hochqualifizierten Leute, es geht um qualifizierte Leute. Es gibt ja sehr viele, die wir in Zukunft auch brauchen werden. Nein, das ist unbedingt auch notwendig. Wir brauchen jene Leute. Was glauben Sie, warum zum Beispiel in der Bundesrepublik ein derartiges Ausmaß an Möglichkeit besteht, dass Leute dann aufgenommen werden? Dort sind auch viele, viele neue Bundesländer relativ entvölkert, weil alle einen Zuzug haben in die große Städte. Also wir sind durchaus auch demografisch unterwegs und sagen, es wird notwendig werden, in unserer, für unsere Zukunft auch derartige zusätzliche Möglichkeiten zu nutzen. Und es gibt viele, viele, viele andere Beispiele, wo zum Volkmann-Gottein Ehrenhausen im Juli, das wird aber ein neues am Albert Saar, stoppen zwei Busse mitten am Hauptplatz in Ehrenhausen und es steigen Flüchtlinge aus, über 100, und die Busfahrer machen mit jedem so vorweg. Das war natürlich für die Gemeinde dort ein Hammer. Mittlerweile, die kennen die Situation sehr gut, sind die Leute voll integriert, es gibt Gemeinsamkeiten, die haben sofort einen Verein gegründet. Es gibt viele, viele Menschen, ehrenamtliche Menschen, die bereit sind, für Flüchtlinge da zu sein und sie zu betreuen, sie mit unserer Kultur bekannt zu machen, ihnen aber auch sehr deutlich zu sagen, Bischen, das ist die Voraussetzung, wenn es für uns bleiben wollt, dass ihr diese Kultur, dass ihr unsere Kultur akzeptiert, voll und ganz und ohne Komma und Rechtstreck. Also es gibt sehr, sehr viele positive Beispiele in unserem Land. Und dort, wo Gemeinden waren, die schon Flüchtlinge hatten, auch egal in welcher Dimension, dort hat es nirgends Probleme gegeben, die haben nirgends Klagen gehört und die haben sehr genau hineingehört in die Bevölkerung, die haben sehr genau mit den Bürgermeistern und Bürgermeistern gesprochen. Eins ist klar, das ist so wert als offen. Angesichts der Flüchtlingsströme ist natürlich in der Bevölkerung Angst durchaus entstanden. Aber Angst davor nicht vor den Leuten, sondern Angst vor der Dimension, was kommt denn noch auf uns zu? Das wissen wir nicht. Und diese Unsicherheit macht Angst. Aber wie der Besitz auch schon gesagt hat, unsere Aufgabe ist, mit denen, die bei uns sind, zu arbeiten und nicht immer darauf zu schieben, was kann auf uns noch zukommen, sondern wir haben das anzunehmen und die Leute so zu betreuen und zu versorgen, die bei uns im Land kommen.
Nacht etc., dass sie anrufen können. Solche, es wird gesprochen. Gell? Also nur Angst zu haben, okay, aber es gibt sicher Lösungen. Und ich wäre dazu bereit, mit Ihnen so eine Lösung auszuarbeiten. Sehr gerne. Und dann möchte ich mich noch bei allen Liebhabern bedanken, die Sie hier sind, die Schlussworte, aber ich möchte mich bedanken, dass so viele Liebhaber über meine Besuch vor Weihnachten und ich habe gesehen, die Karin, dass er nachscheine. Es gibt so viele österreichische Spenden. Und deswegen bin ich